Moin Moin Werkzeugfans, heute schauen wir uns also die Bosch 12 Volt Akkuschrauberserie an. Einmal mit Schlag, einmal ohne Schlagfunktion. Heute geht es also hier um die 12 Volt Serie von Bosch. Und hier, um genau zu sein, um den GSR 12V15 und den GSB 12V15. Das sind beides sehr handliche Geräte, mit denen man eine ganze Menge anfangen kann. Aber zuerst möchte ich euch die mal in ein paar bewegten Bildern zeigen. Schon mal wirklich cool, oder? Die Frage, die man sich erstmal stellen sollte, wäre, wann nehme ich eigentlich ein 12 Volt Gerät und wann nehme ich vielleicht so ein 18 Volt Gerät hier? Ja? Also die 18 Volt Geräte haben jetzt augenscheinlich natürlich viel mehr Bums und sind größer und können viel mehr, und die 12 Volt Geräte sind noch echt so klein und können die überhaupt was. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die 12 Volt Geräte können eine ganze Menge, und das schauen wir uns auch im Laufe des Videos noch an. Und wir sollten bedenken, wir brauchen nicht immer ein 18-Volt-Gerät. Ja? Wenn man jetzt ganz normal, oder vielleicht schauen wir uns mal, wer braucht denn eigentlich so ein 12-Volt-Gerät? Wenn ich also, ich sage mal, wenn ich jetzt in der Wohnung wohne, selten was bohre, vielleicht mal was aufbauen möchte, wenn ich normale Wände habe, wie eine Ziegelwand, wie eine Ytongwand oder eine Porenbetonwand, dann kann ich damit auch ohne Probleme in Wände Löcher natürlich reinbohren. Oder ich kann damit super Schränke zusammenbauen. Oder wenn ich jetzt ich sag mal Küchenbauer bin, ist das halt ein super Gerät. Es ist halt klein und handlich und kann eine ganze Menge, hat wirklich ausreichend Kraft für ja, sehr, sehr viele Sachen, die man auch in der Werkstatt machen möchte oder in der Wohnung sowieso. Ja? Wenn man also nur, ich sag mal, wenn das der erste Akkuschrauber ist, ist das eigentlich ein optimales Gerät. Wenn man richtig Leistung braucht irgendwann, ja, wenn man mit Metall arbeitet, dann vielleicht irgendwann 18 Volt. Aber wir werden gleich sehen, den stelle ich gleich mal weg. Wir werden gleich sehen, die 12-Volt-Geräte, die können schon eine ganze Menge. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Geräten hier? Wir haben jetzt hier zwei annähernd baugleiche Geräte von Bosch und aus der 12-Volt-Serie, den GSR und den GSB. Der GSR ist ein reiner Akkuschrauber. Der GSB ist ein Akkuschrauber mit Schlagfunktion. Das seht ihr unter anderem auch hier. Hier haben wir hier nur die Bohrfunktion, also der kann bohren und schrauben. Und er hier kann schrauben, bohren und schlagen, also hämmern quasi. Ja? Das ist der einzige Funktionsunterschied zwischen den beiden. Ansonsten sind sie hier von der Funktion her annähernd gleich. Was noch wichtig ist an den beiden Geräten, oder was noch ein Unterschied ist, ist natürlich ein wenig Gewicht und die Maße. Das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns mal als allererstes das Gewicht an. Wir haben hier also den GSR, das Gerät ohne Schlagfunktion. Er wiegt hier fast ein Kilo. Hier mit drin ist der 2 Ampere Akku. Ich finde aber es wichtig, dass wir hier das Gerät so nehmen, wie wir es auch in der Hand haben. Also sind wir knapp bei einem Kilo. Dann haben wir hier das Gerät. Dann haben wir hier natürlich den GSB, also mit der Schlagfunktion und demselben Akku, den 2 Ampere Akku, und landen hier knapp über einem Kilo. Ich denke mal, Unterschied sind um die 100 Gramm, das kann man, glaube ich, fast vernachlässigen. Schauen wir uns mal die Maße an. So. Die Länge des GSB, also mit Schlagfunktion, sind knapp 19 cm. Ja. Die Länge des mit Nichtschlagfunktion hier sind so 17,5 cm. Man kann es vielleicht auch hier ganz gut sehen, wenn wir sie mal wirklich hier aneinander halten. So, ja, also wir sehen hier
Das ist schon ein ganzes Stück länger, das Gerät. Ich fahre das hier mal ein. So, dass man das auch besser sehen kann. Sonst täuscht das vielleicht. Also wir sehen hier, der mit Schlag hat einfach eine längere Bauform. Ja. Ansonsten in allen anderen Abmaßen unterscheiden sich nicht. Wir sehen ja auch hier, dass die Hülle, ja, das eigentliche Gerät annähernd gleich ist und hier nur die Schlagfunktion dazwischen ist. Ja, wenn wir das hier so nehmen würden, wäre es wieder genau gleich. Schauen wir uns mal die Leistungsdaten der beiden Geräte an. Die sind eigentlich fast identisch. Hier ist der GSR, das heißt ohne Schlagfunktion hat er im ersten Gang 400 Umdrehungen und im zweiten Gang 1300 Umdrehungen. Der GSB mit Schlagfunktion hat 380 Umdrehungen im ersten Gang und 1300 Umdrehungen im zweiten Gang. Wie viel Kraft haben die beiden Geräte denn eigentlich? Beide haben 30 Newtonmeter bzw. 13 Newtonmeter, je nachdem in welchem Gang wir uns befinden. Gut, dann schauen wir noch mal, was in diesen Boxen mit drin ist. Beide kommen in der L-Box und was im Lieferumfang dabei ist. So, schauen wir mal rein. Ja, wir haben hier bei dem GSR, also bei der reinem Schraubakku, haben wir hier also den Akkuschrauber, haben wir den zweiten Akku mit 2 Ampere im Standardumfang, haben das Ladegerät und haben hier jetzt im ersten Moment erstmal sehr viel Platz noch. Ja, was übrigens bei beiden dazugehört, sehen wir auch gleich, ist das kleine Holster. Das funktioniert ganz gut. Man kann ein bisschen Cowboy-Indianer mitspielen. Und dann haben wir hier natürlich auch noch die ganzen Anleitungen. Ja, also hier ist natürlich auch Platz für weitere Geräte. Und das ist aber so das Standard-Set, was man so bekommt. Übrigens Standard-Set, schaut mal unten in die Videobeschreibung, also hier unten einfach mal rein. Da zeigen wir euch mal einen ganz guten Preisvergleich zu diesem Set. Wenn ihr vorhabt, euch den zu kaufen, ist es vielleicht ganz gut. Schaut da mal rein. Dann kommen wir jetzt mal zum GSB. Ja, hier der GSB. Ganz klassisch wie auch auf der anderen Seite. Wir haben den Akkuschrauber, hier der mit dem Schlagfunktion. Hier den zweiten Akku auch mit 2 Ampere. Hier das Ladegerät. Auch wieder hier unser Trageholster und Platz. Übrigens, ich habe mal ausprobiert, aus Spaß, ich dachte, vielleicht kriegt man beide Geräte hier in einen Koffer rein. Leider passen hier die Plastereinlagen nicht rein. Also man kann nicht beide in einen Koffer reintun. Das ist also hier der klassische Lieferumfang. Auch hier haben wir euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Schaut mal beim Preisvergleich vorbei. Eine wichtige Frage ist ja immer das Thema Rundlauf. Beide Geräte haben einen sehr guten Rundlauf. Zum Thema Rundlauf haben wir aber auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben. Schaut euch das mal an. Das sind die GSB-12 Geräte oder GSR-12 Geräte haben allgemein, also nach meiner Erfahrung, ich hatte von beiden jeweils 3-4 Stück schon in der Hand, hatten immer einen guten Rundlauf. Dann wollen wir noch mal testen, was können denn die beiden eigentlich? Und als erstes nehmen wir hier einen Forstner-Bohrer, schön 28 mm, ein doch relativ weiches Haus. Und hier so ein Fräsbohrer mit 32 mm und gucken wir mal an, wie die beiden sich schlagen. Als erstes nehme ich den GSB, also den mit Schlagfunktion. Ja? Aber hier natürlich in der Bohrstellung im zweiten Gang. Also wir sehen, der Kleine kann schon was. So, dann nehmen wir jetzt mal den GSR. Wir werden sehen, läuft eigentlich genauso gut. Also, ganz schön potent der Kleine hier. Oder beide Kleine. Jetzt wieder der GSB mit dem Forstner Bohrer. Zweiten Stufe. Also wir sehen, hat er wirklich gut und auch sehr, sehr schnell geschafft. Natürlich auch nochmal hier genauso der GSR.
Wir sehen also, beide haben hier einen sehr guten Dienst gemacht. Ein 28er Forstner Bohrer hier. Schauen wir mal hier, das Bild sieht auch wunderbar aus. Also sie haben das schon richtig gut hingekriegt. Jetzt kommt natürlich ein unfairer Test. Wir haben einen ohne Schlag, wir haben einen mit Schlag und probieren aber trotzdem mal aus, mit beiden in Stein zu bohren. Dazu nehmen wir hier die Bosch Multi Construction Bohrer. Ich würde sagen, welchen wollen wir nehmen? Ich glaube, so gängig könnte vielleicht in der Wohnung so ein Sechser sein. Und was für Material nehmen wir hier? Wir haben hier erstmal Porenbetonstein. Das ist, ich sag mal, dem Ziegelstein nicht so unähnlich. Viele werden vielleicht in ihrer Wohnung eine Ziegelsteinmauer haben. Da können wir sehen, wie es da funktioniert. Wir haben hier klassisches Yton oder Porenbeton, also ein sehr weiches Material, das kann ich hier fast mit dem Finger schon bearbeiten. Und hier haben wir natürlich den Härtetest, das ist Kalksandstein, also das härteste Material, was wir heute hier haben. Bitte bedenkt, wenn wir von einer Decke reden, im klassischen Neubau, ist das Stahlbeton. Und bei Stahlbeton ist das hier wirklich nicht mehr das richtige Gerät. So, wir haben jetzt hier also den GSR ohne Schlagfunktion mit dem 6er Multi-Construction Bohrer und gucken wir mal, wie er sich schlägt. Das geht eigentlich wunderbar. Also kein Problem. Hier ist natürlich überhaupt keine Herausforderung. Jetzt gucken wir hier jetzt nochmal bei unserem Kalksandstein. Man muss erwähnen, das ist kein Vollstein. Ich zeige euch auch gleich nochmal am Ende, was das bedeutet. Hier sind natürlich viele Hohlkammern drin. Aber vielleicht gucken wir es auch nochmal hier im Rand an. Ja, aber in Summe hat auch er hier ohne Schlag sich ganz gut geschlagen. So, und jetzt nehmen wir den GSB mit Schlagfunktion. Okay. So. Also wirklich eine wahre Freude, damit zu arbeiten. Wahnsinn, ja. Das machen wir jetzt nochmal hier, wo wir eben auch waren. Jetzt nochmal hier am Rand. Wir haben gesehen, das ist wirklich Kalksandstein, so das, was in der Regel das härteste außer Stahlbeton, was wir hier haben, in normalem Wohnungsbau. Und selbst da hat er hier so einen 6er Bohrer ohne Probleme versenkt. Wenn ihr wollt, dass ihr sagt, wir machen das jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt nochmal einen 8er Bohrer. So, jetzt nehmen wir mal den 8er Bohrer auch einfach nur nochmal, um zu gucken, ob das genauso gut funktioniert, die etwas größeren Löcher. Wir haben jetzt gesehen, also gerade auch beim GSB, der hat richtig Leistung. Ja? Also er hat ohne Probleme das Loch dort reinbekommen in Kalksandstein. Auch er hier, wenn man das nur mal ab und zu mal braucht, ja, dann bringt er durchaus auch mal ein Loch in die Wand. Aber mit dem hier ist es eine wahre Freude zu arbeiten. Also ich muss sagen, ich hätte das nicht gedacht, dass er so gut und so stark ist. Ja, also deswegen, man muss sich wirklich überlegen, braucht man denn 18 Volt oder reicht der hier nicht auch? Dann kommen wir jetzt mal zum Schraubentest. Wir haben also hier den GSB, den mit Schlagfunktion, haben hier auf Schrauben erster Gang und haben hier eine Schraube 6x100, also schon eine ordentliche Schraube für so ein kleines Gerät. Dann gucken wir mal, wie er sich schlägt.
Also wir sehen, hat er ohne Probleme geschafft. Wir schrauben auch nochmal raus. Auch überhaupt kein Problem. Probieren wir jetzt mal den anderen. Eigentlich ist es ja Quatsch, das wisst ihr auch. Aber man will es ja dann trotzdem gesehen haben. Wir nehmen hier also auch wieder erster Gang. Ohne Probleme. Wir probieren nochmal einen Härtetest. Eine 10x280er Schraube. Ich glaube, das wird er nicht schaffen. Wahnsinn! Also das hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht. 280 mm 10er Schraube der GSR. Also Leute, Respekt für den Kleinen hier, oder? Jetzt nehmen wir den anderen natürlich auch nochmal zur Sicherheit. Wie voll ist der Akku eigentlich? Wir haben noch zwei Balken. Also jetzt kann man doch für dich nicht sagen, ja, das ist für dich das kleine Gerät, ist das eine wahnsinnige Leistung. Unsere beiden Protagonisten haben dich doch wirklich super geschlagen. Jetzt hätte ich natürlich auch noch kleine Schrauben nehmen können. Und vielleicht als Info, wenn man jetzt kleine Schrauben nimmt, 4er oder 5er, vielleicht 5x60 oder 4x60, da schafft er hier mit dem Akku durchaus mehrere hundert Schrauben. Ja, mein kurzes Fazit und ich glaube, die Bilder oder das Video spricht ja auch für sich selbst. Das ist ein Akkuschrauber, der ja wirklich eine ganze Menge kann, ja, also mir fehlen fast schon die Worte, der mich jetzt auch überrascht hat im Test, also die 28 cm lange Schraube da ins Holz zu versenden, das war schon für mich eine echte Überraschung. Und wenn man ganz normal einfache Sachen oder kleinere Sachen macht, oder wenn man nur ab und zu mal ja, in der Werkstatt ist oder handwerklich tätig ist, wenn man ab und zu mal Möbel zusammenbaut, wenn man normal in einer Wohnung wohnt und da aber zu mal ein Bild ranbringt, Möbel zusammenbaut, was auch immer, dafür ist das Gerät mehr als ausreichend. Wenn man ein Gerät haben möchte, was sehr, sehr universell einsetzbar ist, dann nimmt man den mit Schlag, der kostet ja irgendwo so um die 30 Euro mehr in der Regel. Oder wenn man eher sagt, ich brauche eigentlich nur Schrauben, ganz, ganz selten mal ein Loch bohren, würde es vielleicht auch der Kleine tun. In jedem Fall, bitte unterschätzt die 12-Volt-Geräte nicht. Beide sind absolut fantastisch, haben einen super Dienst geleistet. Insofern würde ich sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.